zwei, drei kurze Fragen und dann kann man sagen. So, jetzt haben wir den Fabio hier stehen. Hallo Fabio, erstmal, wie geht's dir jetzt? Hallo, schönen guten Morgen. Sehr, sehr gut. Hab gut geschlafen, gut gegessen und bin froh, wieder in Deutschland zu sein. Sehr schön. Wir auch. Wir sind auch froh, dass du wieder hier bist. Du bist ja jetzt beim Dschungelcamp gewesen. Was hat dich dazu bewogen, dort mitzumachen? Ja, also ich sag mal, es ist natürlich ein großes Abenteuer, Dschungelcamp, und habe schon als kleines Kind gesehen. Und natürlich ist die Gage auch nicht schlecht. Also Geld ist natürlich auch immer ein Antrieb in meinem Leben. Aber alles in allem ist Erfahrung, Abenteuer und eine super Sache. Ich war auch noch nie in Australien. Und hast du dich vorbereitet? Vorbereitet habe ich mich gar nicht. Also ich kenne ja Dschungel als Zuschauer, aber sonst habe ich jetzt nichts Spezielles gemacht, nee. Und mit wem hast du dich denn im Dschungelcamp so am besten verstanden? Also verstanden habe ich mich mit jedem. Ich sag mal, am besten ist schwer. Ich habe natürlich Mike schon gekannt davor, aber dass ich jetzt eine Person hervorheben könnte, eher nicht. Aber so Mike und Layla sind natürlich schon Bezugspersonen gewesen und Heinz natürlich, also diese drei. Und was hast du gedacht oder geglaubt, wer wird Dschungelkönig oder Dschungelkönigin? Also geglaubt habe ich natürlich ich, ist ganz klar. Ich bin natürlich sehr selbstbewusst. Aber ich habe natürlich die Finalisten, die jetzt drin waren, habe ich jedem gegönnt. Und einen konnte ich auch nicht sagen, es ist einfach zu brutal. Heute denkst du, der ist gut und morgen kriegt er ihn vielleicht und übermorgen fliegt er raus. Also von dem her war es schwer zu sagen. Und du hast ja auch ein paar Prüfungen gemacht. Was hast du gedacht, als du da hingelaufen bist, auf den Weg zur Prüfung? Ja, also als ich die Prüfungen gemacht habe, da habe ich mir gedacht, schauen wir mal, was da auf mich zukommt. Ich konnte es ja ein bisschen erahnen als Zuschauer. Und ja, habe versucht, mein Bestes zu geben, genau. Und wie geht's jetzt weiter mit dir? Ja, jetzt gehen wir erstmal nach Köln, haben da noch einiges zu erledigen und dann schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt. Wir haben einiges geplant, aber wie immer darf man natürlich nichts darüber sagen, aber da kommt schon noch einiges, ja. Da sind wir auf jeden Fall mal ganz gespannt, was wir noch so hören und sehen werden von dir und ja, bedanken uns erstmal für das kleine Interview. Sehr gerne, vielen Dank euch, einen schönen Tag noch. Danke.